Freunde, ich glaube, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Und zwar, ich bekomme so viel Spam. Warum sollte ich die nicht mal richtig schön analysieren? Und damit meine ich natürlich alles, was in meinen legalen Möglichkeiten ist. Ich darf mich hier natürlich nicht strafbar machen. Deswegen darf ich leider nicht sowas machen, wie zum Beispiel Jim Browning teilweise auf seinen Kanälen macht, weil deutsche Gesetze schwer sind, was Penetration Testing, Hacking oder sowas angeht. Was ich aber durchaus machen darf, ist, diese Webseiten zu reporten, wenn sie illegale Dinge machen. Und zwar bis ins kleinste Detail. Diese wunderschöne Website möchte ich euch zeigen. Und zwar, boah, richtig geil. Das Löwensystem macht deutsche Bürger reich. Die Sendung darf nicht ausgestrahlt werden, weil, ja, ist mega geheim und so. Und wir wollen da unbedingt draufklicken. Spürt ihr schon, wie ich draufklicken möchte? Und genau, also ich bekomme diese E-Mail ungefähr so im Schnitt einmal pro 2 Tage ungefähr. Und es scheint offensichtlich ganz gut zu funktionieren. Was wir aber direkt sehen können ist, also bevor wir überhaupt anfangen mit der E-Mail lesen, sehen wir hier einmal den Absender. Den kann ich euch leider, also man müsste normalerweise hier über den Nachrichtenquelltext das Ganze verifizieren. Das heißt, ich kann mir das angucken, von wem wurde das geschickt. Aber ich kann es euch leider nicht so ohne weiteres zeigen, weil die haben tatsächlich, also das ist der originale Absender, der echte Absender, die haben hier nicht nur die E-Mail an mich geschickt, sondern direkt auch noch an eine Regine Bünz. Und wenn ich euch jetzt diese E-Mail-Adresse hier zeige, dann würde ich sie quasi leaken, das möchte ich nicht. Deswegen ja, zeige ich euch nur diesen Teil hier. Aber was auf jeden Fall schon mal steht, diese E-Mail-Adresse hier von maxi-store-n.inc hat 2 Straftaten begangen, nämlich einmal, sie haben Spam-E-Mails verschickt. Wie gesagt, ich will diese E-Mails nicht. Und das zweite ist, sie haben Daten geleakt, die sie eigentlich nicht leaken dürfen. Also vielleicht auch unabsichtlich, aber ist mir egal. Und zwar ging diese E-Mail an mich und an Regine Bünz. Und Frau Bünz hat dem sicher nicht zugestimmt, dass diese E-Mail an mich geteilt wird. Also ich habe jetzt ihre E-Mail-Adresse, was ich natürlich nicht haben darf. Und was ich eigentlich auch nicht möchte, weil ich mit ihr keinen Kontakt suche oder sowas, weil ich nicht mehr weiß, wer das ist. Aber hey, trotzdem dürfte ich diese E-Mail nicht haben. Wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich damit Sachen anstellen. Und deswegen wird hier die Domain maxi-store-n.inc definitiv in meine Liste aufgeschrieben von Domains, die ich nachher melden werde. Und selbstverständlich dürft ihr auch gerne diese Domains melden und ja, dort dann quasi das Ganze wieder ins Lot bringen. Das heißt, gönnt euch. Was ihr nicht machen dürft, ist natürlich irgendwelche Penetration-Tests oder sowas. Das machen wir hier aber auch nicht. Wir schauen uns nur die Website an und klicken auf alles, weil wir so gerne reich werden wollen. Denn was wir ja vielleicht nicht wissen, oder was viele nicht wissen, ja, YouTuber, man sagt immer, sie sind reich, aber in Wahrheit sind wir eigentlich strunzarm. Und wir müssen uns durch solche illegalen Dinge, also sowas Geheimes wie das Löwensystem, Achtung, das ist jetzt alles Ironie, okay? Wir müssen dadurch natürlich reich werden. Und deswegen interessiert mich natürlich dieses wunderbare, limitierte Angebot, was von diesem Menschen hier aus DSDS und dieser anderen Frau, ich habe keine Ahnung von TV, okay? Sorry, da bin ich komplett raus. Ich wusste seinen Namen mal. Jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Das ist echt peinlich. Seinen Namen sollte man kennen. Aber egal, auf jeden Fall hat er dem Bild sicher nicht zugestimmt. Und dementsprechend kopiere ich mal die Adresse dieses Links und schreibe mir die hier auch mal. Oh Gott, im Himmel. Was zur Hölle ist das? Also, das hier vorne ist die Subdomain, das hier ist die Domain und das hier hinten dran ist die Top-Level-Domain. Ich kann das aber nicht lesen, das ist Kyrillisch oder sowas, glaube ich. Die werden wir nachher auch mal schön reporten. Okay, russische Hacker mal wieder. Nein, das wissen wir natürlich nicht. Könnte auch Griechisch sein, ich habe keine Ahnung. Aber okay. Was wir auf jeden Fall hier haben, ist eine weitere Domain und die gucken wir natürlich an. Und übrigens, ich nutze jetzt hier zwar Kali Linux, aber das heißt nicht, dass ich irgendwas hacken werde oder sowas. Man kann Kali auch einfach als Betriebssystem nutzen und das mache ich jetzt hier in diesem Video mal. Weil ihr wolltet bei diesem Video mein Gesicht sehen und Achtung, hier bin ich. Ja, aber nein, ihr wolltet quasi mehr Gesicht von mir sehen und da dachte ich mir, okay, kann ich machen, aber dann halt unter Windows und dann nehme ich halt Kali zum einfach solche Sachen angucken, weil in meinem normalen Windows-System kommt mir das nicht unter die Finger. So, wir sehen hier offensichtlich, dass uns diese sehr interessante Domain mit sehr interessantem kyrillischen Text oder was auch immer das war, auf finance-newsy weiterleitet. finance-newsy.com/news. Also das News ist offensichtlich falsch geschrieben, weil finance-news gab es wahrscheinlich schon. Aber clevere Wahl des Domainnamens, Leute. Okay, kommt natürlich instant in die Liste, ist klar. So, dann haben wir
das und schreiben uns das mal hier auf financenewsy.com. So, okay, was haben wir denn hier? Das Löwensystem macht deutsche Bürger reich. Die Sendung darf nicht ausgestrahlt werden. Der Sender ist stinksauer. Und Bild, oh, Bild, die machen sicher super Journalismus. Ich meine, die sind eine der größten Newsseiten in Deutschland. Die machen eine Untersuchung über die Wahrheit zum geheimen System zum Geldverdienen. Ich möchte dem System natürlich folgen. Das leitet mich um. Ihr seht es unten links, beziehungsweise wenn ich hier auch auf Inspect Element klicke, seht ihr das. Leitet mich weiter auf pollinstart.cloud/pollinstart37/index.html. Folge dem System oder folge um ein. Was? In dieser Folge um ein System. Oh, sorry. Ich lese den Zusammenhang hier nicht wirklich. Also, wir merken uns pollinstart.cloud. Pollinstart. Oh, Alter, leitet mich die weiter ohne Ende. Ah, okay, das ist interessant. BTC Lungs App. Okay, also. So, ich will eigentlich nicht mal die. Guck mal, die haben hier 37. Mal gucken, was unter den anderen dabei ist. So, pollenstart.cloud/pollenstart37. Also die werden wir nachher noch untersuchen. Ich brauche so eine Notiz, damit ich alles quasi untersuchen kann und nicht nur einen Teil davon. Was mich hier weiterleitet, ist nicht so wichtig, aber btclangsapp.com ist natürlich auch wichtig. Gut, machen wir. Übrigens kein Cookie-Banner, nichts. Und die Marlene hat sich gerade angemeldet und der Ömer hat sich gerade angemeldet. Mensch. Krass, Ömer. Und der Henner hat sich auch angemeldet. Die machen einfach so viel Kohle hier. Ich will das auch. Boah. Okay, also das wäre einmal dieses pollenstart.cloud/pollenstart37index.html. Dann haben wir hier einmal Bitcoin Profil. Selbe URL. Ihr seht es unten links. Pollenstart37 wieder mal. Dann hier 20 Millionen Euro. Ist interessant auch, was hervorgehoben ist. Ne? Gewinn, Profit. Ja, index.html. Das ist auch wieder dieselbe URL. Das ist auch wieder dieselbe URL. Ist ja langweilig, Leute. Nur eine URL hier drin. Okay. Oh, sogar echte Kommentare. Das leitet mich genau auf dieselbe Domain weiter. Wow. Jetzt auf YouTube ansehen oder abonnieren. Leitet mich auch auf die Domain weiter. Impressum. Leitet mich auch darauf weiter. Und Impressum ist falsch geschrieben, meine Freunde. Uberbild ist auch falsch geschrieben. Aber es leitet mich alles darüber weiter. Okay, diese Seite ist halt komplett nur darauf ausgelegt, darauf weiterzuleiten. Egal, wo man draufklickt, ist ein Wunder, dass die Seite nicht direkt darauf weiterleitet. Der Hammer. Gut, dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Ich will noch wissen, was sich hier unter dem Nicht-News verbirgt. Ah, das ist cool. Die haben einfach eine Seite so eingerichtet, die sieht so aus, als wäre es einfach nur eine Seite im Aufbau und man hat noch nicht irgendwas. Aber geheim hinten dran, ohne Verlinkung irgendwie von der Frontpage, sieht es so aus, als wäre hier irgendwas krasses im Hintergrund. Und eigentlich tun sie auch so, als würden sie zu Bild gehören, was natürlich schon mal eine Urheberrechtsverletzung ist, weil man darf diese ganzen Bilder hier natürlich nicht verwenden. Das heißt, ich kann die auf jeden Fall nachher reporten. Wunderbar, die lassen sich alle so leicht reporten heutzutage, das ist richtig geil. Okay. Also selbstverständlich werde ich die auch an Bild melden, auch wenn ich jetzt von Bild nicht allzu eine hohe Meinung habe, zumindest nicht immer oder gar nicht oder so, ihr habt nichts gehört. Aber auf jeden Fall, Bild ist definitiv daran interessiert, wenn die ihre Bilder klauen. Ha, Wortwitz, versteht ihr? Bilder. Und ja, theoretisch könnte man die natürlich auch noch an andere Systeme melden. Okay, machen wir mal weiter hier. Ich würde noch vorher gerne hier mit pollenstart.cloud das Ganze ein bisschen machen. Pollenstart.cloud, was kannst du? Dieselbe Art von Seite, das ist dasselbe, was hier auf der News-Seite war gerade. Ah, warte, das war das Falsche. Das hier. Seht ihr das? Pollenstart.cloud just created. Real Content coming soon. Das heißt, es ist noch gar kein echter Content drauf. So, jetzt will ich wissen, was passiert, wenn ich auf den nur halt auf 35 oder sowas klicke. Jetzt bin ich gespannt. Oh, es sind mehrere hinten dran. Geil. Ah, cool. Okay, das heißt, wir haben hier noch sehr, sehr viel zu tun. Okay, offensichtlich kriegen wir darüber eine sehr, sehr gute Liste, was wir hier alles machen können. Wir schreiben uns jetzt dafür mal ganz kurz ein Python-Skript, glaube ich. Ich werde das einfach mal mit einem Python-Skript machen. So,
Ich habe jetzt tatsächlich alle fertig. Ihr seht, das sind wirklich, wirklich viele. Wir haben so viele hier. Ich werde hier jetzt tatsächlich nicht alle untersuchen können. Das sind einfach viel zu viele. Ihr seht, wie groß solche Spam-Kampagnen, wie viel Professionalität da hinten dran steckt. Was wir allerdings noch machen wollen, ist, wir wollen uns hier mal noch eine von diesen Seiten oder mal schauen, wie viel Zeit und Lust ich noch habe, ein bisschen genauer angucken. Und zwar sagen wir hier Inspect Element. Mal auf das Formular. Was passiert denn? An wen wird das denn geschickt? Submit. Okay, wohin geht denn der Submit-Button? Hier sehen wir auch ein Input-Form, das hidden ist. Wir sehen hier unten ein Formular. Und das sollte eigentlich nicht... ja, also wir haben hier ein Recapture auf der Seite. Das heißt, ich kann hier leider nicht einfach so mich anmelden mit Hans und Wurst. Und hört auf zu spammen. No spam. So, kann ich leider nicht machen, glaube ich. Please, achso, ja. hört auf zu spam.org. Ich sollte vielleicht. Genau. So, dann haben wir hier die. Ja, natürlich haben wir hier auch direkt eine Telefonnummer. 0000000, ganz viele Nullen. So, ist valide. Und wir melden uns damit an. Don't save. Und was haben wir gemacht? Bitte warten. Ah, wir müssen jetzt sogar noch warten darauf, dafür, dass wir dieses Geld auch wirklich kriegen. Und plötzlich haben wir Geld. Ich bin mal gespannt, ob dann hier oben steht, Hans Wurst hat gerade Geld gemacht oder sowas. Das wäre ziemlich witzig. Ja, schauen wir uns mal an. Und gut, währenddessen kann ich ja mal die anderen Seiten angucken. Die haben sogar eine App. Und Follower auf Instagram. Interessant. Zum Starten hier klicken. Okay, ich will starten. Ach nein, es geht noch weiter. Oh Gott. So, jetzt haben wir hier wirklich, wirklich viele URLs, die wir irgendwie melden müssen. Wie machen wir das Ganze? Wir sehen hier maxi-store-n.inc. ist registriert. Achtung, die sind nicht böse oder sowas. Die haben einfach nur die Domain verkauft sozusagen oder die vermieten die Domain. Und zwar sav.com. Wir haben hier diesen offensichtlichen Russland gemeldet. Und haben hier eine Abuse-E-Mail. Das heißt abuse-contact@sav.com. Wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt eine E-Mail schreiben an sav.com, dass mir diese Domain Spam-Nachrichten geschickt hat und werde mich dort beschweren. Wenn das natürlich die meisten tun, dann werden die rausgeschmissen und haben die Domain nicht mehr. Klar, die können sich einfach neue Domains mieten, aber das Problem ist natürlich, für die ist es halt zusätzlich Aufwand. Klar, für uns ist das auch Aufwand. Aber so kann man halt relativ schnell irgendwie die Leute, also zumindest sehr viele Links, ich meine, Leute machen ja nicht direkt einfach alle E-Mails auf, die sie kriegen, sondern vielleicht Tage später, Wochen später oder sowas und kann dadurch halt Leute quasi schützen. Als allererstes geht ihr hier auf dieses Ding, holt euch den Whois-Lookup von der bösartigen Domain, sucht euch dann raus, wer ist denn eigentlich hier der Abuse-Contact-E-Mail, das heißt abuse-contact@sav.com und schickt denen beispielhaft eine E-Mail. Hey, ich habe Scam- oder Spam-E-Mails von dieser Website bekommen oder hey, die klauen Videos oder hey, die sind Scam, die zocken Leute ab und dann können die einfach löschen. Und das ist im Endeffekt das, was man jetzt mit jeder einzelnen dieser Domains hier machen kann. Also, so, ich packe euch, wie gesagt, diese Website unten in die Beschreibung rein und dann könnt ihr die selber reporten, wenn ihr das wollt. Jeder, der Bock hat, ich packe euch selbstverständlich auch all diese bösartigen Websites hier unten rein und theoretisch auch noch gleichzeitig die Google Play Store URL und wenn die gereportet wird, dann fliegen die halt sogar aus dem Play Store raus und verlieren ihren Developer-Account. Das heißt, die müssen erstmal wieder ein bisschen was bezahlen sogar und damit kann man denen schon schaden, denke ich mal. Aber ja, ist natürlich so eine schwierige Sache. Ihr könnt natürlich auch einfach gerne schlechte Bewertungen bei den jeweiligen Websites dalassen. Aber ich denke, mit fast 20 tatsächlich bösartigen URLs in einer einzigen E-Mail, die wir hier analysiert haben, haben wir auf jeden Fall was Gutes getan. Die wieder zu registrieren, das kostet A Geld und B Zeit und die haben die meistens nicht. Und wir retten dadurch tatsächlich ein paar Leute vor sowas Doofem.
Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bitte gebt mir Feedback oder wenn ich mich noch ein bisschen weiter aus dem legalen Rahmen bewegen darf, falls jemand Anwalt ist und weiß, was ich hätte zum Beispiel noch mehr machen dürfen. Ich bin kein Jurist. Ich bleibe absichtlich immer zu weit im rechtlich okayen Rahmen. Und wenn ihr da irgendwas kennt oder sowas, dann dürft ihr mir wie immer gerne schreiben. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.